Ja, herzlich willkommen zur Yo-Show hier im Yo-Studio. Ich bin der Yo-Man, das ist die Susi und sie hat uns eine ganz tolle Idee mitgebracht. Ja, wir veranstalten bei uns im Ort jetzt dann ein Feuerwehrfest und für den Eingang zur Festwiese hätte ich da gerne ein Banner. Jo, das ist für uns kein Problem. Wir verwenden einfach die Kreativtechnologie Schneideblatt und Selbstklebefolie. Ja, alles, was wir dazu brauchen, haben wir hier schon mal vorbereitet. Unsere Selbstklebefolie, passend für dich in Rot. Das ist jetzt eine spezielle Bannerfolie, die ist sehr flexibel und wetterbeständig und kann deshalb für den Bannerdruck eingesetzt werden. Dann haben wir hier unser Application Tape. Das benutzen wir, um später die Schrift auf den Banner aufzutragen, überzutragen. Dann brauchen wir ein bisschen ein Werkzeug, eine Rolle und eine Rake. Die Rake benutzen wir auch, um die Schrift zu übertragen. Dann brauchen wir natürlich unseren Plotter. Der Plotter ist nichts anderes als ein Drucker mit einem Messer. Mit dem kann man entsprechend die Schriften, Grafiken oder andere Formen aus einer Folie ausschneiden. Jetzt gibt es den in verschiedenen Kategorien. Hier haben wir zum Beispiel zwei Geräte für die Profis unter uns. Dann haben wir hier auch kleinere Ausführungen wie den Sicabo Mini. Der Sicabo Mini, den kann man auch zu Hause auf dem Schreibtisch stellen. Dann brauchen wir natürlich auch einen Banner. Das hier ist jetzt ein spezieller PVC-Banner mit gesäumten Kanten, schon vorgeöst. Und noch eine kleine Besonderheit, der ist alle 50 cm geöst, so könnte man den jetzt auch in kleinere Stücke schneiden. Ja, und zu guter Letzt braucht man natürlich noch einen Computer, mit dem wir deine Grafik oder deinen Text bearbeiten können. Du hast gesagt, du möchtest großes Feuerwehrfest am 22. August, Beginn 20 Uhr stehen haben. Wir haben das vorher schon mal vorbereitet. Deshalb würde ich dich jetzt bitten, dass du die Grafiksoftware CorelDRAW öffnest. Das ist eine sehr einfache Grafiksoftware, mit der du auch zu Hause arbeiten kannst. Die Grafik importieren, genau, und schön mittig setzen. Wunderbar. Man sieht also jetzt hier auch nur die Umrisse, da wir ja nur die tatsächlich ausschneiden. Ich habe jetzt die spezielle Selbstklebebannerfolie in den Plotter eingelegt. Du hast die Grafik ja vorbereitet, sodass wir jetzt den Plottauftrag geben können. Bitte. Wunderbar, der Plotter legt los und schneidet jetzt die Schrift aus der Folie. Der Plotter ist fertig. Lassen wir die Folie jetzt raus. Dann schneiden sie ab. Genau, bitte mal kurz mit anhalten. So, und dann gehen wir hier rüber. Jetzt schneiden wir hier noch die Folie an der Stelle durch. Den Rest nicht brauchen. Ja, und jetzt können wir schon anfangen, die Schrift herauszulösen, sprich zu entgittern. Das machen wir im Prinzip mit der Hand. Man kann aber auch für die kleinen Teile diese spezielle Entgitterungsnadel verwenden. Ja, genau, einfach gleich weitermachen, die kleinen Teile können wir dann nachher auch noch machen. Ja, genau. Gleich haben wir es geschafft. So,
Man kann es schon fast lesen, genau. Ja, wunderbar. Haben jetzt quasi unsere Buchstaben freigelegt. Jetzt müssen wir die Schrift ans Application Tape übertragen. Dafür schieben wir es einfach mal so hier unten durch. Ja. Und dann bitte ganz kurz mal das Application Tape von hinten halten. Mhm. Die Rolle von der Seite halten. Mhm. Ja. So, jetzt fangen wir an. Es muss hier immer straff sein, damit wir keine Falten bekommen. Drauflegen. Ja. Und dann schiebt man das hier schön an. Am besten jetzt nochmal mit der Rakel die Buchstaben schön andrücken. Mhm. So, wunderbar. Jetzt haben wir also die Schrift aufs Application Tape übertragen. Jetzt können wir quasi das Ganze umdrehen und die Folie vorsichtig abziehen. Da gehe ich mal darüber, das kannst du machen. Ich halte es hier fest. Ganz wichtig ist dabei, die Folie in einem möglichst steilen Winkel abzuziehen. Und vorsichtig zu schauen, dass hier nichts hängen bleibt. Genau. Wunderbar. Vorsichtig, dass wir jetzt hier nicht, das ist Müll, genau, können wir das hier schon mal vorsichtig halten, dass wir hier nicht zusammenkleben. Wir sehen also, so sieht unser Banner nachher aus. Das können wir jetzt schon mal zur Seite legen und müssen wir den Banner noch holen. Also hier die Vorderseite. Hier links und rechts gleichmäßig überhängen. Ja. Und jetzt können wir die Schrift platzieren. Da ist jetzt am besten, wir legen die ganz mittig auf. Passt das noch im Augenmaß? Von deiner ein bisschen nach hinten noch? Ja, schon. Genau. Und jetzt einfach mal schön auflegen. Genau. Und jetzt können wir das vorsichtig wieder mit der Rakel und dem Roller auf den Baller übertragen. Genau. Am besten. Geht schon. So, wunderbar. Dann fangen wir jetzt an, das Application Tape abzuziehen und es dürfen also die Buchstaben dann nur noch auf dem Banner bleiben. Das machen wir genauso, auch hier anziehen und in einem möglichst steilen Winkel vorsichtig nach hinten ziehen. Genau, und wo es hängen bleibt, einfach nochmal nachrakeln. So, jo. Geschafft und fertig ist unser Feuerwehrfestbanner. So schnell und einfach machen wir mit unserer Kreativtechnologie Schneideblatt und Selbstklebefolie einen sehr hochwertigen Werbebanner. Ja,
mit unserer Kreativtechnologie Schneideplot und Selbstklebefolie können wir natürlich nicht nur solche schönen Werbebanner machen, sondern generell alles bekleben, was eine glatte Oberfläche hat. Wie zum Beispiel solche Firmenschilder oder Hinweisschilder. Wir können unsere Fahrzeuge bekleben oder unsere Anhänger. Die Möglichkeiten sind nach oben hin fast grenzenlos. Alles, was wir dazu brauchen, Verbrauchsmaterialien, Trägermaterialien und die entsprechende Hardware und Software, gibt es bei uns im Webshop unter www.jo.de. Und damit sage ich herzlichen Dank, Susi, fürs Kommen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Fest. Und Servus, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Jo, do it your own way.